Hi. Willkommen zum heutigen Lauschtauschen hier in Kiel-Friedrichsort am Falkensteiner Strand. Und ich hatte gestern einen Auftritt bei der Open Stage im Prinz Willi und habe vergessen, eine Aufnahme zu machen, was schade war, weil ich den Auftritt sehr gelungen fand. Deswegen habe ich überlegt, sollte es so sein, dass ich heute allein hier sein werde, nehme ich einfach nochmal die Songs auf, die ich gestern gespielt habe. Diesen wunderschönen Ausblick hier. Man sieht noch hinten den verschwindenden Regenbogen. Und ich begann gestern Abend mit dem Song, in dem ich davon singe, lieber zu schwingen, als immer dasselbe zu tun. Dass ich mit dieser Art von Liedern begonnen habe, als ich mein erstes Buch eines spirituellen Lehrers gelesen habe, in dem es um die Hingabe an den jetzigen Moment geht. Und das erste Lied handelt auch davon, das Ja zum Leben und die Schwierigkeiten, die das unter Umständen bereiten kann. Thank you.
Ich sage ja. Neuerdings angewöhnt, die Songs, die ich auf einem Dur-Akkord anfange, nee, andersrum, in einem Moll-Akkord anfange, in Dur enden zu lassen, weil das eben auch der Empfindung entspricht, die ich im Text verkörpere, dass ich zwar Hochs und Tiefs und Stärke und Schwäche und Freude und Trauer durchmache, aber es endet immer on the high note. Es endet immer positiv mit Zuversicht und Bestärkung. Das ist mir wichtig, das ist mein Anliegen, warum ich diese Musik mache und sie euch auch zeigen möchte. Und eigentlich hatte ich ein anderes Programm geplant gestern Abend, als das, das ich dann gespielt habe, aufgrund der Gegebenheiten. Und genau, bin nur den ersten drei Liedern treu geblieben. Das nächste Lied ist eins der neuesten und handelt von unseren Sinnen. Und
Der Impuls kam durch die Floskel auf taube Ohren stoßen und ich mich eben mit der Taubheit, mit der Betäubtheit meiner, unserer Sinne beschäftigt habe und dass das aber auch keine Gegebenheit ist, die feststeht. Und davon handelt, war klar. Gedacht, dass ich dieses Lied ja auch schon in einem einzelnen Video mal aufgenommen habe, dass ich es da aber anders singe. Und das ist jetzt durch die zwei Auftritte, die ich diese Woche hatte, auch nochmal so klar geworden für mich, dass ich Lieder immer jedes Mal auf eine neue Art und Weise spiele, singe.
Vor allem. Die Akkorde bleiben meistens gleich, auch ich verspiele mich. Und ja, ich variiere dann gern die Melodien und finde es auch spannend, da in einem Fluss zu bleiben und dadurch immer wieder ein einzigartiges Lied zu schaffen, sozusagen. Geplant war dann eigentlich, dann das andere neueste Lied zu spielen. Stattdessen spielte ich die neue, die älteren Songs, die ich schon geschrieben habe. Auch weil ich noch mehr Zeit hatte als eigentlich nur die angedachten 15 bis 20 Minuten, habe ich dann entschieden, doch lieber noch zwei Songs zu spielen. Und auch eben die älteren Songs, weil die in ihrer Komplexität auch irgendwie noch nicht so hoch sind wie die neueren, habe ich gemerkt. Und genau, spielte als nächstes Lieben Leben, mein Lied von der Liebe und dem Leben. Thank you.
nett. Also, zum einen habe ich mich gerade gefreut, als ich Lieben Leben gesungen habe und dann rübergeschaut habe und ein Pärchen gesehen habe, wie es sich an den Händen hält. Und ja, ist natürlich auch eine Form, Liebe zu leben. Und jetzt gerade eben, man hat es vielleicht an meinem Gesicht gesehen, lief eine Frau vorbei und hat einen Daumen nach oben gehoben. Ja, auch eine Art, Liebe zu leben und zu zeigen. Und ja, solche Erlebnisse berühren mich so sehr. Und ich hatte heute schon zweimal irgendwie völlig belanglose scheinbare Dinge erlebt. Wie zum Beispiel, dass die Sonne gescheint hat und es hat plötzlich angefangen zu regnen. Und das Sonnenlicht kam so von der anderen Seite und man hat die Tropfen so richtig schön gesehen, wie so ein Flimmer, wie so ein Glitzerflimmer. Und das hat mich so gerührt, dass mich kurz so ein Kloß im Hals entstanden ist. Und das sind für mich die Momente, die Besonderheiten des Lebens, die einfach Liebe sind. Und indem ich das anerkenne und wertschätze und wahrnehme, lebe ich auch diese Liebe. Ja, und darum geht es auch letzten Endes, finde ich, bei allem, dass ich mein Leben Liebe sein lasse. Und das funktioniert, indem ich mir auch zugestehe, dass ich diese Kraft habe, dass ich diese Macht habe, Liebe sein zu können, alles sein zu können, was ich sein möchte. Und deshalb beschloss ich den gestrigen Abend mit dem Song In uns. Gestalte ich mein Sein, entfalte mein Können, um es heute zu tun.
Dankeschön.